So, zuallererst sollten wir mal das ganze Chaos hier beseitigen. Die Leichensäcke werden ja schon weggebracht, das ist gut. Kane ist immer noch auf dem Weg. Wie schaut's bei euch aus? Ihr macht bestimmt gleich wieder Sachen kaputt, hm? Gut, dann werdet ihr jetzt getötet. Getötet. Und sonst sehe ich keine roten Punkte auf der Karte. Das Hotel wird immer noch gebaut. Nee. Nö. Okay, also die beiden sterben und danach reißen wir mal die Fallen hier ab. Jedenfalls, ey, nicht unsere Leute töten. Jetzt stürzen sich alle unsere Arbeiter in den Nahkampf. Das ist gar nicht gut. Die gehen richtig ab, die beiden Jungs. Und was zur Hölle macht Kane? Du solltest doch hier hinlaufen. Der dreht um. Komm, dahin. Noch einer tot, das ist gar nicht gut. Das geht nämlich richtig ins Geld, weil wir die Leute ja teuer rekrutieren. So, Kane, da. Jetzt ist er tot. Na super. Gut. Kane nicht mehr auswählen und die Dinger hier bewegen wir sie erstmal weg. Wir brauchen irgendwo so eine Lagerstelle. Machen wir die erstmal alle hier hinten hin. So. Und dann müssen wir uns einfallen lassen, wie genau wir es am Eingang regeln wollen. Wenn es so weit mit dem Hotel alles gut läuft, dürften ja weniger Touristen reinkommen. Heißt, wir könnten theoretisch das so machen, dass jeder Agent ruhig reinlaufen darf. Dann hat er halt die Wahl zwischen dem Todeskorridor und den ganzen unverfänglichen Räumen. Das müsste soweit eigentlich okay sein. Genau, und du reparierst hier erstmal alles. Du wirst auch noch weggebracht. Sehr gut. Was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, da ist ein Agent. Versteckt euch mal. Bei euch ist nichts los. Bei euch ist nichts los. Und hier unten haben wir noch den Auftrag mit einem Techniker, sechs Arbeiter. Und die haben sich langsam schon von dem Nationalpark erholt. So eine gute Idee. Rot hat fast keine Wut mehr. Aber die Tische sind gerade nicht besetzt, sehe ich. Hier sind überall Fragezeichen. Wahrscheinlich, weil wir gerade den Alarm umgestellt haben. Da ist die Wut okay. Gelb ist okay. Also nirgendwo ist sie wirklich hoch. Das heißt, wir können ruhig die Jungs hier weiter stehlen lassen. Der Techniker ist fürchterlich im Geld verdienen. Geht so, geht so. Wache ist, geht so, fürchterlich gut. Kammerdiener ist unfähig, geht so unfähig. Verdeckt die Wut anderer Bediensteter. Verdeckt die Wut der Infamation. Okay. Beschützt Verbündete im Kampf und verkürzt die Dauer der Infamation, was nicht wirklich wichtig ist. Steigert die Informationsstufe in der Region. Okay. Und ich habe mir sagen lassen, dass die wohl ganz praktisch sein sollen für Verschwörungen, die wir ja auch langsam angehen sollten. Kurz mal Pause, auch wenn wieder die schöne Musik weg ist. Was haben wir denn hier? Allgemeine Verunsicherung. Die erste deutsche allgemeine Verunsicherung? Nee. Ein Friseursalon. Jetzt geht's aber los. Bekanntheitsgrad 5. Was haben wir hier? Diamantmine zerstören. Warum denn zerstören, wenn man sie haben kann? Risiko 3. Das ist gar nicht gut. Ich denke mal, es kostet uns noch mehr Leute und wir haben gerade nicht so viele. Nee, komm. Wir lassen die erstmal wieder stehlen. Die Jungs auch alle. Und wir regenerieren jetzt erstmal unsere Arbeitskräfte. Den Tisch können wir auch schon mal bewegen. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wofür der Labortisch da war. Du kommst mal dahin. Da müssen wir uns auch überlegen, was jetzt hier hin soll. Also als Alternative. Das ganze Ding wird hier abgerissen, wir kriegen ein bisschen Geld wieder. Dann muss da irgendwas rein. Irgendwas Unverfängliches. Schatzkammer haben wir hier schon, die ist nicht so weit weg. Und hier würde ich es auf keinen Fall hin tun. Dann würden die Diebe zu schnell wieder rauskommen. Krankenstation, nö. Aufenthaltsraum haben wir hier schon.
Warum bist du eigentlich bewaffnet, obwohl wir Alarmstufe Grün haben? Hast du den Alarm verpennt, ha? Na gut. Baracken haben wir schon zwei, drei. Krankenstationen. Oh, die wird ja so. Was zur Hölle? Ich glaube, der hat was Falsches bekommen. Fühlt sich nicht so gut. Ja, das sieht man. Auch nicht schlecht. Er nimmt was, hat so einen halben Anfall und fragt gleich nach dem nächsten Teil. Okay, was macht das? Gleich wieder aufheben. Okay. Und noch eins. Gibt sich hier richtig die Kante hier. Gucken wir mal auf die Fähigkeiten. Nicht schon wieder Anfall. Also anscheinend hat man die Chance, seine Werte zu regenerieren, oder es kommt halt so ein Lückenfüller quasi, der aber anscheinend keine negativen Auswirkungen hat. Hatte vorher, glaube ich, auch 33. Guck mal, 36830. 36830. 36830. Ah, okay. Das hat jetzt Lebenspunkte gebracht. Und jetzt probier mal das da aus. Für deine letzten zwei oder so. Bestimmt wieder. Mahlzeit. Ja, wieder Lebenspunkte. Nimmt an Ausbildungsmaßnahmen teil. Sehr schön. Also ja, die Dinge sind wohl anscheinend wirklich nur für die Heilung da. Sicher? Ja, Gesundheit. Also ja, wenn wir wieder ein paar mehr Leute hätten, wäre ich versucht, wieder ein zweites Ding hinzubauen. Und ich bin mir bewusst, dass ich es gerade vor ein paar Folgen erst abgerissen habe. Aber da hatten wir noch nicht so massive Angriffe wie jetzt. Und die werden ja anscheinend benötigt. Der einzige Haken bei der Sache ist halt nur, dass wir durchgehend zwei Leute da drin haben müssen. Und wir haben irgendwie immer Mangel an Leuten. Und hey, Kane gibt sich mit dem gemeinen Volk ab. Okay, die rauchen und starren sich an. Eine sehr interessante Freizeitbeschäftigung. Aber besser als zwei Leute, die alleine Ping-Pong spielen. Den Raum können wir da lassen. So, der Raum ist fast leer. Der Tisch kann auch weg. Dann machen wir hier mal eine zweite Reihe. Klick. So, und dann kann der Raum erstmal weg. Wir müssen ja nicht sofort was reintun. Auch wenn die Türen hier dann nicht wirklich viel bringen. Eine Einertür und eine Zweiertür. Ja, du, abreißen. Ja, wir wollen den ganzen Raum. Ups, du kannst nochmal ganz schnell weggebracht werden. Mal gucken, wer schneller ist. Der Abreißer oder der Demolierer? Also der Beweger oder der Demolierer. Ah, der Beweger. Sehr schön. Bitte nicht jetzt sprengen. Bitte nicht jetzt sprengen. Sehr schön. Oh, und das... Oh, sehr schön. Das Hotel ist fertig. Also jedenfalls die Eingangshalle. Gucken wir, was wir da bauen können. Wir können unsere normalen Räume da reinstellen. Wir können ein Hotel-Lobby bauen und ein Hotel-Halle. Gucken, was die Lobby macht. Wenn Ihre geheimsten Projekte immer von hereinplatzenden Touristen gestört werden, bauen Sie doch ein Hotel, um die Touristen zu beschäftigen. Sie benötigen Servicebedienstete, um ein Hotel zu betreiben, aber mit der richtigen Einrichtung können Sie Touristen rund um die Uhr beschäftigen. Okay. Das war jetzt recht vage. Also was der Unterschied zwischen Lobby und Halle ist. Hotel Halle. Die Insel bietet wunderschöne Sandstrände und eine exotische Tierwelt. Doch die meisten Touristen bevorzugen es, exotische Cocktails mit Schirmchen in der Bar zu schlürfen. Genau, deswegen macht man auch überhaupt Urlaub. Nicht um die Welt zu sehen, nö, immer das Gleiche zu haben. Oder in der Disco zu tanzen. Solange sich die Touristen in der Hotelhalle vergnügen, haben sie weder Zeit noch Lust, auf ihrer Insel herumzuschnüffeln. Die Hotelhalle ist nur tagsüber geöffnet und muss mit Servicebediensteten besetzt sein. Eine Stechuhr kann zur genauen Personalverteilung der Räume verwendet werden. Okay, also die Hotelhalle ist nur für den Tag. Und die Lobby? Die Lobby heißt Touristenhotel Willkommen und bietet Zugang zu den Hotelzimmern. Oft ist die Lobby der erste Raum, der gebaut wird und geizt nicht mit Luxus und Bequemlichkeiten. Allerdings ist sie auch nicht sonderlich aufregend, sodass sich Touristen hier tagsüber kaum aufhalten. Nachts jedoch strömen die Touristen geradezu in die Lobby, immer vorausgesetzt, es werden genug Hotelzimmer gebaut. Okay.
Okay, also brauche ich beides im gleichen Maße. Können wir die eine Hälfte des Raums zu einer Lobby und die andere zu einem, zu einer Halle machen? Das wird eng, ne? Ich probiere das einfach mal. Hier oben kommt ja die Halle hin, da unten die Lobby. Und von welchem ging das Hotelzimmer ab? Die müssen wir auch noch bauen. Ich glaube, das war die Lobby. Genau, von der Lobby gehen die Zimmer ab. Das heißt, die Lobby muss nach da, wo Platz ist, also hier hin. Okay, bauen wir einfach mal. Also, Lobby. So. Das sieht echt übel aus. Warum bist du rot? Ich will die Tür noch gar nicht benutzen. Dann musst du jetzt klarkommen. Es gibt nur rechts und links einen Eingang. Tut mir leid und so. Okay, nehmen wir das weg. Das sieht mir echt zu klein aus. Aber gut, wir können es immer noch abreißen. Ist ja nur Geld und so. Also das war die Lobby. Und was kann da rein? Hotelzimmer? Oh. Oh. Okay, das ist wohl so eine Art Fahrstuhl. Und pro Fahrstuhl gibt es dann ein Zimmer. Das ist ja auch interessant gelöst. Konzertflügel, Lobby. Nee, komm, das bringt nichts, wenn wir die Hälfte machen. Wir machen das jetzt alles zu der Lobby. Stopp, wir müssen den Raum erweitern. So. Das auch noch, das auch noch, das auch noch, das auch noch. So, was kommt da jetzt rein? Erstmal weiter. Ich lasse das Spiel auch nebenbei ein bisschen laufen, damit wir Geld verdienen können. So, was kann rein? Eine Lobby, ein Lobby-Sofa. Es soll ein Sofa sein, okay. Lädt die Touristen zum Ausruhen ein und hält sie davon ab, aus Versehen in ihr fieses Hauptquartier zu schlendern. Okay, eigentlich hätte ich gerne sowas wie eine Rezeption zuerst. Oben? Na, Rezeption. Nee. Wenn man vier Eingänge hat, ist das doof, eine Seite zu wählen. Nehmen wir mal oben. Dann kommen nach unten und nach rechts die Flügel. So. Ein Feuerlöscher ist auch nicht schlecht. Wir könnten hier schon mal Hotelzimmer hinbauen. Ja, okay. Zumindest schon mal eins. Können wir da noch einen Konzertflügel hinquetschen? Jo, super. Ein Es ist echt zu eng hier. Also wir haben jetzt die Wahl, entweder hier noch ein Zimmer hinzubauen oder das Sofa. Ich glaube, ich mache erstmal das Sofa. So können wir testen, wie genau die Dinge auch funktionieren. Haben wir noch für irgendeinen Schnickschnack Platz? Einmal eine Stechuhr, ist okay. Kamera werde ich hier bestimmt nicht reinbauen. Den Plan nehme ich alle Nase lang zu. Das will ich nicht. Oh, und da kommen rote Leute. Was seid ihr denn? Außergewöhnliche Ermittler. Das ist nicht gut. Und ihr? Seid ihr Erbärmlichen? Ja. Okay. Also fürs Erste soll das reichen. Bauen bitte. So. Warten. Und ihr kriegt jetzt allen Tech. Und zwar verwirren. Und wo sind die anderen beiden Jungs hin? Genau, ihr kriegt auch schon mal einen Tag verwirren. Und sobald die jetzt in den Bereich der Kamera laufen müssten, dürfen die Kammerdiener losstratzen. Ach, schon vorher, das ist doch gut. Du hast dich gerade ausgezeichnet als guter Arbeiter. Chantel Marak. So, oh, was bist du? Du bist rot? Achso, ein schlechter Alibi-Spitzel. Bisher hatte ich nur diese schwarzen Ninjas gesehen. Ich dachte, der hier wäre was Besonderes. Aber, nö, wohl nicht wirklich. Und es ist auch eine absolut super Tarnung, in einem roten Trikotanzug mit zwei Katanas auf dem Rücken und einer Skimaske durch die Gegend zu schleichen. Auf einer Insel. Naja, lassen wir ihn mal machen. Ist schon okay. Das Ding wird jetzt wahrscheinlich auch wieder freigesprengt. Dann müssen wir... Ja, ganz viele feindliche Personen. Die können jetzt auch alle einfach so durchlaufen, weil die Fallen nicht mehr da sind. Jetzt müssen wir nur darauf bauen, dass unsere Armee aus Kammerdienern das richtet. Und ja, das sieht doch gut aus. Komm, chop chop, alle weiter.
Ihr kommt gar nicht erst dazu, die Tür hier aufzubrechen. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen. Sehr gut. Wird also gekonnt ignoriert und währenddessen auf die Karte geguckt.